Also legen wir gleich nochmal los. Wir sprechen heute Abend mit Jean-Paul Martin, Französisch-Didaktiker, hat die Methode Lernen durch Lehren entwickelt, LDL, und beschäftigt sich heute intensiver mit Philosophie und Politik. Hallo Jean-Paul. Hallo, guten Abend Christian. Ja, ich habe gerade erwähnt, seit du aus der Schule und Hochschule heraus bist, beschäftigst du dich verstärkt mit Philosophie und in dem Kontext insbesondere mit glückbringenden Strukturen. Was genau macht denn Menschen glücklich? Ja, zunächst mal, also die Frage des Glückes beschäftigt mich nicht erst, seitdem ich mich mit Philosophie beschäftige, sondern seitdem ich die Methode entwickelt habe, Lernen durch Lehren, also seit 1980. Denn schon damals zielte meine unterrichtliche Tätigkeit darauf ab, Schüler glücklicher zu machen, als sie mit traditionellen Methoden des gewesen war. Und sehr früh habe ich mich schon mit anthropologischen Fragen beschäftigt. Also was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Also insofern, das ist schon vor 30 Jahren. Und als ich in die Rente ging, in Pension, dachte ich, das wäre doch interessant zu sehen, ob die Philosophen, die ja tausende von Jahren über diese Fragen reflektiert haben, eigentlich zu selben Ergebnissen kommen wie ich. Und dann habe ich die Philosophie aufgearbeitet und festgestellt, eigentlich alles, was ich schon 1980 entwickelt hatte und in einem Modell zusammengefasst hatte, das war schon auch von den Philosophen vorhergedacht. Kein Wunder eigentlich, weil im Grunde sind die Prinzipien, auf die man sich stützen kann, um Menschen glücklich zu machen, relativ einfach und überschaubar. Welche sind das denn? Ja gut, ich sagte einfach und überschaubar. Jetzt bin ich gleich im Widerspruch. Also ich brauche trotzdem drei Folien. Ich zeige sie mal. Ich weiß nicht, ob sie sichtbar sind. Ja. Nur ganz schnell, dass man sieht, das sind drei Blätter. Mhm. Und jetzt fange ich schon mal mit dem ersten Block. Und dieser erste Block wurde von Maslow geliefert. Das kennen ganz viele von euch. Das ist diese Bedürfnispyramide. Ob das jetzt eine Pyramide ist oder anders geordnet, diese Bedürfnisse, spielt jetzt keine Rolle. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, was Menschen brauchen, um den Unterricht so zu gestalten, dass auch im Unterricht die meisten Bedürfnisse, die relevanten Bedürfnisse befriedigt werden. Ich nenne jetzt mal ein paar Bedürfnisse, oder nicht ein paar, sondern alle, die Maslow nennt. Also zunächst mal die physiologischen Bedürfnisse. Im Unterricht ist es nicht so sehr jetzt die Frage, Hunger, Durst, Schlafen, Sexualität, das spielt nicht die größte Rolle. Aber schon gleich das nächste Grundbedürfnis nach Sicherheit. Man muss eine Unterrichtsstruktur schaffen, die für Sicherheit sorgt. Das heißt, dass die Schüler sich gar nicht permanent bedroht fühlen durch Notengebung, sondern sie müssen sich geschützt fühlen und sicher fühlen gegen Attacken von Mitschülern oder vom Lehrer oder von irgendwelchen Sachen, die sie verunsichern. Dann kommen die sozialen Beziehungen. Also die Struktur des Unterrichts muss so sein, dass sie permanent interagieren können, die Schüler. Soziale Anerkennung, das heißt, die Leistungen der Schüler müssen so anspruchsvoll sein, dass sie sicher sind, dass sie schon allein in einer Stunde bereits Lob beanspruchen können. Und Selbstverwirklichung, der Unterricht muss so gestaltet sein, dass man sehr viele Fähigkeiten, die man hat, ausleben kann, auch in einer Stunde, das geht, und vor allem Sinn. Und immer muss man, wenn man Unterricht strukturiert, sei es in der Schule, an der Uni oder in anderen Kontexten, immer diese Grundbedürfnisse im Kopf haben und die Strukturen entsprechend gestalten. Ja, als Lehrer, als Lehrerin hat man jetzt, glaube ich, nicht in erster Linie im Blick, dass die Schüler glücklich sind, ne? Sondern eher so, dass sie was lernen. Also, ja, gut, aber das Lernen macht ja glücklich. Also genau dieses Lernen macht glücklich. Lernen heißt, dass man auf der Grundlage von Informationsverarbeitung
neue Fähigkeiten entwickelt, neue Erkenntnisse, neue kognitive Landkarten entwickelt. Und dieser ganze Prozess ist so gestaltet von der Natur biologisch, dass es mit Freude, mit Adrenalinstößen belohnt wird. Insofern muss ein Unterricht, der glücklich macht, diese Flow-Effekte ermöglichen, und das verlangt ja eben also viel Freiheit und vor allem, ich würde sagen, grundsätzlich eine Projektstruktur. Also insofern, das ist etwas, was ich sehr früh gemerkt habe, man muss den gesamten Unterricht als Projekt gestalten. Das bedeutet, die Schüler kommen zusammen, wissen, dass sie eine anspruchsvolle Aufgabe haben, zum Beispiel neuen Stoff zu vermitteln bei Lernen durch Lehren. Und das beschäftigt sie intensiv. Und die Belohnung ist, nachdem sie das Produkt liefern, den anderen zeigen oder den anderen vermitteln, was sie selber gerade gelernt haben. Das ist ein tolles Erlebnis. Meistens wird es mit viel Anerkennung belohnt. Und alle Stunden, alles, was ich im Unterricht gemacht habe, das war immer so strukturiert, als Projekt. Wenn man jetzt so Unterricht in den Blick nimmt, der sozusagen Schüler auch glücklich machen soll, braucht man dafür glückliche Lehrer? Naja, die Lehrer wären dadurch glücklich, dass die Schüler glücklich wären. Das heißt, die Lehrer müssen über sich selbst viel reflektiert haben, wissen, welche Bedingungen sie brauchen, um glücklich zu sein, und genau dieselben Bedingungen für ihre Schüler schaffen. Das heißt im Grunde immer auch, wie ich schon sagte, die Projektperspektive. Was macht mich glücklich, wenn ich eine anspruchsvolle Aufgabe angehe und bewältige und zusammen mit anderen Menschen? Und genau dieselbe Struktur muss ich meinen Schülern vermitteln oder anbieten. Also zum Beispiel jetzt bei LDL den neuen Stoff vermitteln oder, was ich sehr viel gemacht habe, Projekte mit Schülern, Paris-Fahrten. Das haben die Schüler immer selber gestaltet von Anfang an, weil sie wussten, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und die Flow-Effekte, die entstehen, sind entsprechend intensiv. Wie müsste sich denn die Lehrerausbildung, also das Lehramtsstudium, ändern dahingehend, dass Lehrerinnen und Lehrer dabei herauskommen, die solche glücksbringenden Strukturen im Unterricht verwirklichen können? Ja, genau parallel dazu. Also genauso wie der Lehrer für seine Schüler glückbringende Strukturen schafft, so muss der Hochschuldozent für seine Studenten ähnliche Strukturen schaffen, damit sie es schon mal erlebt haben, reflektiert haben über die Bedingungen, also über diese Strukturen, und dieselben ihren Schülern anbieten. Ich insistiere immer wieder auf den Punkt Projekt. Weil Projekt enthält im Grunde alle Komponenten, die uns mobilisieren, motivieren, alle Menschen eigentlich, ja. Welche sind das? Das, was ihr gerade macht, das ist auch so ein Projekt, und ich hoffe, ihr kriegt auch ein paar Flow-Effekte. Welche Elemente von Projekten mobilisieren denn Menschen? Ja, ein anspruchsvolles Ziel. Zum Beispiel, wir wollen, was ich gerade mache mit ein paar Leuten, wir wollen die Stadt Ingolstadt verändern positiv, indem wir Migranten integrieren. Das ist schon mal ein gutes Ziel. Also das Ziel ist gut. Das ist auch gut, wenn das Ziel tugendhaft ist. Ja? Und natürlich, wir sind einverstanden, wir entwickeln Pläne, wir haben bei jeder neuen Idee tolle Gefühle miteinander, wir sind eine kleine Gruppe, und dann peu à peu merken wir, diese Motivation, die wir haben, kommt gut an in der Bevölkerung, und wir haben immer mehr Zuspruch, und jetzt zum Beispiel im Grunde, wir sind seit einer Woche zusammen, und schon hat jemand von uns einen Termin am Dienstag bei Oberbürgermeister der Stadt, um unser Projekt vorzustellen. Man kann sich vorstellen, was das für Kicks verursacht. Das heißt also, wir müssen in der Schule, in der Hochschule mit den Lernenden Weltverbesserungsprojekte durchführen. Absolut, aber anspruchsvoll. Okay, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, und ja, wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin mit deinen Weltverbesserungsprojekten in Ingolstadt. Okay. Ja, danke, und ihr helft mir ja dabei, oder? Ja, na klar. Okay, also tschüss. Danke.